Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Bed Wars. Und ja, es ist schon ziemlich lange her, dass ich eine Runde Bed Wars gebracht habe. Aber jetzt haben sehr viele Leute nochmal geschrieben, dass ich denn nochmal bitte Bed Wars bringen soll. Und ich sollte mal die Map irgendwie neu laden. Und meine Kollegen spielen gerade extrem gut. Ich bin jetzt einfach in irgendeine Lobby gegangen. Weil es ist jetzt 10 Uhr morgens an einem Montag und sonst ist keiner online. Nice, mein Typ ist, glaube ich, schon geleftet oder ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall gestorben. Und ja, ich muss mich erstmal wieder reinholen und ich habe sogar ein kleines Thema, worüber ich heute reden werde. Und zwar ist das Minecraft Dragons. Und zwar habe ich ja jetzt die Bewerbungen alle durchgeschaut und Leute, ihr könnt jetzt mal raten, was glaubt ihr? Wie viele Leute haben sich für Minecraft Dragons insgesamt beworben? Waren es 5? Waren es 10? Waren es 100? Was sagt ihr? Wie viele Leute, denkt ihr, haben sich beworben? Und jetzt ganz großes Special. Die Auflösung ist, es haben sich tatsächlich 138 Leute beworben. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind einfach 138 Leute. Und ja, jetzt habe ich die ganzen Sachen aussortiert und werde auch in der Episode, muss ich noch gucken, wo ich das machen werde, ob ich das in Pissenhaus mache, ob ich das in Himmelwärts mache, je nachdem, wo das denn passt. Und den Typen hau ich jetzt mal lieber weg und baue das direkt hier mal ein, unser Bett, während meine Kollegen hoffentlich einiges da vorbereiten in der Mitte. Also wir haben 138 Bewerbungen und da ich ja zum Glück das in der Richtung beruflich mache, konnte ich sogar die Bewerbungen von 138 auf die Hälfte runter machen, direkt durch K.O.-Kriterien, und das war schon ziemlich heftig. Aber jetzt letztendlich von den 138 Bewerbern sind 7 Leute in die genauere Analyse, sage ich mal, reingekommen, also dass ich mir die mal genauer angeschaut habe. Und diese habe ich dann nochmal durchsortiert und letztlich habe ich mich dann zu entschieden, 4 Leute in das Projekt einzuladen. Also von 138 Leuten sind 4 Leute ins Projekt gekommen und die haben auch jetzt eine YouTube-PN bekommen und das Projekt wird halt Anfang Dezember wird das Projekt starten und ich denke, das wird recht cool werden. Ich werde jetzt heute Nachmittag, glaube ich, noch, wenn die Pissenhaus-Folge kommt, weil ich habe da ja einiges in der Pissenhaus-Episode neu gesagt, was ich so verändern möchte und so. Und ich denke, das wird recht fresh, wenn ich das so weitermachen könnte und wenn euch das natürlich gefällt. Aber das sehe ich ja dann sowieso an den Kommentaren und so weiter. So. Ich mache gerade irgendwie nichts, aber wir gewinnen trotzdem. Ja, okay, ich sorge für Zeugs und so. Gold und Eisen in der Kiste. Okay. ich geb mal hier Infos, was ich denn alles schon besorgt habe. Und die würde ich ungern. Das Gold. Obwohl, die gehen jetzt zu gelb. Okay, dann kann ich den lassen. Den hau ich aber mal lieber runter. Oh, da tat jetzt bestimmt weh. So, den hauen wir auch mal runter. Wenn ich den jetzt mal so schön um die Ecke raushauen kann. Okay, der will sich mit mir battlen. Das kann er aber vergessen. Und jetzt gehe ich mal zu den Boys. Die scheinen... Oh nein! Oh, da wurde ich von der Seite erwischt. Das ist natürlich schade. Aber Team Blau haben wir schon ausgeschaltet. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Konkurrenz. Ich schaue eben mal. Ja, die haben was übrig gelassen. Dann mache ich mir nämlich nochmal eine komplett neue Ausrüstung. Der Boy hat sich auf jeden Fall gegönnt. Ihr merkt eventuell, ich habe nicht mehr so lange Bed Wars gespielt, aber Hauptsache, alles funktioniert. Da vorne ist... Was? Jetzt gleich Mitte. Okay, den killen wir jetzt einfach mal. So, aber ich habe gehört, dass das tatsächlich Hex sein soll. Keine Ahnung, was das werden sollte. Wo spawnen die denn, die Boys? Ah, hier, okay. So, komm mal her. So, der wird jetzt eh gleich leften, denke ich. Wenn ich nämlich jetzt mal runterkicke. So, und dann können wir uns jetzt in Ruhe... Ups, ich brauche ein Dings. Eine Spitzhacke, genau.
Da hatte ich die Hex an. Hab kein Knockback bekommen. Ah, die spawnen da oben drauf. Lol. Das wusste ich nicht. Ja, helft mir doch mal, meine Kollegen. Wo sind meine Kollegen? Okay, jetzt tue ich so, als ob ich sterben werde. Dabei sterbe ich gar nicht. Okay, ich bin doch gestorben. Oh, meine Kollegen, was machen die? Dann muss ich das eben nochmal machen. Aber ich denke, hier sollte ordentlich Gold sein. Genau. Gute Idee. So. Dann schauen wir mal eben. Okay, Team Gelb wurde vernichtet. Wenigstens hat das, was ich vorbereitet habe, wenigstens irgendwie Wurzeln geschlagen. Das ist doch schon mal gut. Und auf geht's zu Team Grün. Und dann haben wir das Ding eigentlich schon gewonnen. Aber ich könnte eigentlich vorher noch mal eine Ladung Gold holen. So, das heißt Team... Oh, nice. Nice, Teammates. Der ist so gut. Oder war das unser Bett? Nee, unser Bett steht noch. Das ist doch gut. Der scheint ein bisschen Death zu gehen. Dann haben wir das doch ziemlich gut hinbekommen, die Runde. Ich hoffe, das dauert jetzt noch mal ein bisschen, die Runde. Damit das nicht so langweilig wird. So. So, der Typ. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das habt ihr definitiv nicht gesehen. So, die werden jetzt auf jeden Fall auf alle Barrikaden gehen und versuchen, uns schnell zu killen. Das heißt, ich halte mich mal besser bereit, hier irgendwie jemanden abzuknallen. Zum Beispiel den da hinten. Oder auch nicht. Er schreibt Achtung. Okay, danke für die Information, Boy. So, jetzt gibt es hier einen Bogenbattle des Jahrhunderts. Oder auch nicht. Okay, den habe ich... blockt noch nicht die Schüsse. So, komm her. Den hole ich mir jetzt. Oder auch nicht. Oh, die sind hier aber richtig nah. So, hier wie in CSGO machen wir das jetzt. So richtig schön um die Ecke pieken. So, einer ist zurückgegangen. Einer müsste eigentlich noch da drin chillen. So. Das war, glaube ich, der Damage genommen hat. So. Okay. So, jetzt wird gekämpft, Leute. Wenn die einen Bogen haben, bin ich tot. Okay, mein Bett wurde zerstört. Das ist nicht so schön. Okay, ich schlag vor. Ich warte, bis die jetzt explodieren. So. Komm. Please. Das darf ich jetzt nicht verlieren. Ich mache eben so, so. Und dann geht's los. Der wartet auf seinen Kumpel. Na komm her. Okay, den habe ich. So, das heißt, das ist jetzt ein 1-on-1. Huh. Komm. Der hat einen ziemlich starken Bogen. Okay, komm, komm, komm. So, das wird jetzt ein interessanter Kampf, denke ich. So, ich schieße einfach mal ein bisschen drauf und dann gehe ich in die andere Richtung. Okay. Ich denke, er hat einen stärkeren Bogen auf jeden Fall. Okay, er hat einen Trank. Ich muss ihn auf jeden Fall zurückhalten, wenn er einen Trank hat. Ich weiß nicht, was es für ein Trank ist. Wenn er da angegriffen hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Komm her. So, er versucht natürlich zu reggen, aber das darf ich ihn jetzt nicht lassen. Nein! GG, wie viel Herzen? Das kann man mit 25 Euro machen. Ich weiß es nicht. 6 Herzen? Okay, dann hatte ich absolut keine Chance. Da hätte ich auf jeden Fall zurücklaufen müssen.
Schade, schade, Banane, aber für die, für eine Runde, die ich seit einem halben Jahr nicht, ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr Bed Wars gespielt, dafür war es noch okay, auch wenn mein Aim jetzt beim Endkampf extrem schlecht war. Aber deswegen finde ich übrigens die 1.11 besser, weil, oder halt 1.10, weil man da strategisch arbeiten muss. Aber auf jeden Fall GG an den Boy, wer war das? Wer mich gekillt hat? Apfelballi HD. Sehr gut gespielt auf jeden Fall. Tja, was kann man mit 25 Euro machen, Leute? Schreibt das mal in die Kommentare. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.